Sadhguru, was ist der Unterschied zwischen Hingabe und Abhängigkeit? In der Hingabe ist man auch in einem Zustand, in dem man ohne sein Objekt der Hingabe nicht leben kann. Was ist also der Unterschied? Abhängigkeit ist in der Regel von Substanzen. Hingabe ist gegenüber etwas, das du hältst. Du kannst dich nur gegenüber etwas hingeben, das du weit über dich selbst hältst. Hingabe kann nicht geübt werden. Es kann nicht kultiviert oder gepflegt werden. Wenn du von etwas oder jemandem überwältigt bist, dass du etwas oder jemanden weit über dir selbst siehst, weit über dich hinaus, dann kommt natürlicherweise Hingabe. Es ist sehr natürlich. Abhängigkeit kommt, weil du etwas schmeckst und dir gefällt der Geschmack oder die Erfahrung davon. Du willst es ein wenig mehr und ein wenig mehr und ein wenig mehr tun, nach einiger Zeit bist du in ihm gefangen. Aber ein Anhänger erscheint mehr wie ein Abhängiger als ein Abhängiger selbst. Ein Abhängiger kann seine Abhängigkeit verstecken. Ein Anhänger kann seine Hingabe nicht verstecken. Das ist sein Problem. Selbst ein Drogenabhängiger, wenn er ein wenig Kontrolle über sich selbst hat, kann sich ganz normal aussehen lassen und die ganze Welt täuschen. Aber einer, der sich hingibt, ist dazu nicht fähig. Er explodiert einfach irgendwo. Er kann es nicht verstecken. Diese Frage, dass Hingabe oder Abhängigkeit zusammenkommen, sie sind in keiner Weise zwei Gegensätze, aber sie sind zusammengekommen, weil beide gesucht werden. Oder beide in gewissem Maße eine sehr angenehme oder ekstatische Erfahrung in der Person erzeugen, die darin involviert ist. Leute werden abhängig von etwas, weil die Erfahrung stark ist. Andernfalls, wirst du süchtig nach einer Neemkugel? Ah, du musst es bewusst tun. Jeden Tag musst du nachdenken, soll ich es tun? Du musst dich entscheiden, okay, lass es mich tun, noch einen weiteren Tag. Du wirst nie süchtig nach einer Neemkugel werden. Also ist sie sicher. Wenn du die Vorteile der Neemkugel nicht kennst, weißt du zumindest, dass sie sicher ist. Sie verstrickt dich nicht. Also jemand wird süchtig nach etwas, weil es für ihn eine angenehme Erfahrung erzeugt. Menschen werden von Tabak abhängig, Menschen werden von Kaffee abhängig, Menschen werden von Alkohol abhängig, verschiedene Arten von Drogen, weil es für sie eine angenehme Erfahrung erzeugt. Wenn es Schmerzen verursachen würde, wenn es sie abschrecken würde, dann würden sie nicht abhängig davon werden. Also Hingabe und Abhängigkeit sind nur auf der Ebene der Erfahrung verbunden, nirgendwo sonst. Sie sind überhaupt nicht, man sollte sie nicht einmal gemeinsam betrachten. Aber in Bezug auf Erfahrung, ja, haben sie eine gemeinsame Basis. Beide erzeugen eine äußerst angenehme Erfahrung. Was Hingabe bedeutet, ist, dass deine Emotionen süß geworden sind, sehr süß. Ein Anhänger mag für jemand anderen wie ein Verrückter aussehen. Die Wege eines Anhängers mögen völlig einfältig, unlogisch und dumm aussehen. Für eine denkende Person, für eine intellektuelle Person, sehen die Wege des Anhängers völlig töricht aus. Aber sag du mir, du hast diese Wahl in deinem Leben. In 24 Stunden. Wenn du die 24 Stunden in völliger Annehmlichkeit verbringen kannst, ist das Intelligenz? Oder durch alle Arten von Unruhen in deinem Verstand gehen, die nichts mit der Realität zu tun haben, ist das Intelligenz? Ein Anhänger ist sehr intelligent. Da ist ein tiefes Lebensgefühl daran beteiligt.
Da ist ein sehr tiefes Lebensgefühl, ein tiefgreifendes Gefühl von Leben ist daran beteiligt. Er hat verstanden, dass letztendlich das Wichtigste ist, wenn du diese Erfahrung des Lebens extrem angenehm machst, 24 Stunden am Tag, die ganze Zeit durch dein Leben hindurch, wenn du die Erfahrung, dass du hier bist, vollkommen angenehm machst, dann wird dich nichts verstricken. Alles wird dich befreien. Er hat das verstanden. Es ist ein sehr tiefes Gefühl von Intelligenz. Es mag nicht logisch sein. Es mag für eine intellektuelle Person dümmlich aussehen, aber es ist ein sehr tiefes Gefühl von Intelligenz involviert. Und offensichtlich ist dies eine historische Tatsache. Mehr Anhänger haben das Ultimative erreicht als irgendein anderer Weg. Hingabe ist immer der schnellste und erfolgreichste Weg gewesen. Aber das einzige Problem ist, dass sie für den Rest der Gesellschaft wie hohle Nüsse aussehen mögen. Wenn es dir nichts ausmacht, wie eine hohle Nuss auszusehen, oder wenn du erkannt hast, dass du eine bist, wie auch immer, dann gibt es kein Problem, ein Anhänger zu sein. Anhänger sind Narren, die nicht einmal an ihr Wohlbefinden denken. Aber sie müssen nicht darüber nachdenken, weil sie ihr Wohlbefinden gefunden haben. Nur die, die es nicht gefunden haben, müssen ständig an das Wohlbefinden denken, nicht wahr? Einem Anhänger geht es gut. Wenn er morgen sterben muss, geht es ihm immer noch gut. Das ist, wie er ist. Also er hat sein Wohlbefinden gefunden, deshalb muss er nicht darüber nachdenken. Er spürt nicht das Bedürfnis, über sein Wohlbefinden nachzudenken, denn es geht ihm gut, wirklich gut in sich selbst. Also es ist ein sehr, sehr tiefes Gefühl von Leben. Wenn dieses Lebensgefühl zerlegt und analysiert wird, macht das keinen Sinn. Aber in deiner Erfahrung macht es Sinn. Also verursacht Hingabe auch Ekstase. Heute werden einfache Klumpen von Chemikalien auch als Ekstase bezeichnet, weißt du? Tabletten werden Ecstasy genannt. Wenn es eine Tablette gäbe, wenn du sie für den Rest deines Lebens schluckst, wirst du ekstatisch sein. Ich bin nicht dagegen. Es ist okay für mich. Was ist das Problem? Ich bin mit einer Droge völlig einverstanden. Wenn es eine Droge gäbe, die du nehmen kannst und den Rest deines Lebens bist du ekstatisch, was ist das Problem? Lass es uns nehmen. Aber das Problem ist, dass es dich nur für einige Zeit auf ein Hoch bringt und dich dann fallen lässt. Auf so schlechte Weise. Und in diesem Prozess zerstört es dich einfach komplett. Das ist das Problem. Wenn es keine Nebenwirkungen gäbe, wenn du eine Pille schluckst und... oder sogar eine Pille pro Tag, wie Vitamin, wenn du etwas schluckst. Ein LSD oder ein Ecstasy oder welche Namen auch immer sie dafür haben. Und für den ganzen Tag bist du ekstatisch und es gibt keinen Schaden am Körper. Du wirst gut leben und deine Intelligenz funktioniert immer noch. Das ist wichtig. Wenn deine Intelligenz immer noch funktioniert und dich erweitert und dich in jeder Hinsicht verbessert, sehe ich nicht, was an der Droge falsch ist. Aber das ist nicht das, was die Droge bewirkt. Es ist nur so, dass mit der Droge, mit der Abhängigkeit, sowohl die Körperlichkeit als auch die Mentalität, sowohl der Körper als auch der Geist schrumpft. Die körperlichen Fähigkeiten werden schrumpfen und die geistigen Fähigkeiten werden schrumpfen. Also als Mensch bist du nicht verbessert, du bist zerstört. Aber Hingabe verbessert dich enorm. Dinge, von denen du nie gedacht hast, dass du sie tun könntest, jetzt kannst du sie tun, weil es für dich keine Beschränkungen gibt. Ein Anhänger ist auch verrückt vor Ekstase. Aber er wird nie von einem Berg springen oder wird nie von einem Hochhaus springen. Weißt du, das ist vielen Menschen in den 60er Jahren in den Vereinigten Staaten passiert. Die Menschen sprangen von Hochhäusern, weil sie auf LSD waren und sie dachten, sie seien frei und könnten fliegen. Auch der Anhänger fühlt sich so, aber er wird nie herunterspringen, weil sein Verstand und sein Körper vollkommen funktionieren, weil er sich in einem solchen Zustand der Annehmlichkeit in sich selbst befindet. Also, Abhängigkeit schrumpft dich.
Hingabe verbessert dich. Beide könnten angenehme Erfahrungen sein. Abhängigkeit kann dir Momente der Annehmlichkeiten bereiten. Hingabe gibt dir ein ständiges Gefühl der Annehmlichkeit. Aber das Wichtigste ist, dass sie dich verbessert, dich erweitert, dich alles einschließend macht. Abhängigkeit drängt dich in eine Ecke, macht dich völlig ausschließend. Völlig ausschließend, bis zu einem Punkt, an dem nach einer gewissen Zeit der Abhängigkeit die meisten Menschen neurotisch werden oder gebrochen durch Ängste oder Depression, weil der Verstand gebrochen ist, der Körper gebrochen ist. Also eines verbessert dich, ein anderes zerstört dich. Das ist der große Unterschied.